Willkommen zur Dokumentation Misandrie in Deutschland Teil 1. Unter Misandrie versteht man Männerfeindlichkeit. Hier beschäftigen wir uns mit der Männerfeindlichkeit in der Politik, insbesondere der Deutschen in Bezug auf Aussagen von Politikern und Parteien. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist im Grundgesetz Artikel 3 geregelt. Artikel 3 Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3. Niemand darf unter anderem wegen seines Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden. Aufgrund dieses Gesetzes sind die folgenden Aussagen von Parteien und Politikern zu betrachten. Wir beginnen mit der Aussage von Erhard Eppler, SPD, welche es in das Berliner Programm von 1989 und erneut in das Hamburger Programm von 2007 geschafft hat. Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Muss man jetzt als Mann daraus den Schluss ziehen, dass Männer für die SPD keine Menschen sind? Sind denn für diese Parteien nur Frauen Menschen? Die nächste Aussage stammt von Lissi Gröner, ebenfalls SPD. Mit dem Bericht sehen wir, dass Frauen nicht nur per se die besseren Menschen sind. Würde man eine derartige Aussage über die Überlegenheit von Männern tätigen, würde man als Macho, Chauvinist oder ähnliches bezeichnet werden. Aber Frauen darf man anscheinend unwidersprochen als den Männern überlegen bezeichnen. Als nächstes Ursula von der Leyen, CDU/CSU. Ich finde es nicht schlimm, dass Mädchen in Sachen Bildung an den Jungen vorbeiziehen. Wenn es den Mädchen schlechter gehen würde, krähe kein Hahn danach. Den etwa 100 Mädchenförderprogrammen stehen in Deutschland lediglich 4 jungen Förderprogramme gegenüber. Mädchen werden bei gleicher Leistung besser benotet und erhalten bei gleichem Notenschnitt öfter die Empfehlung für die höhere Schule. Die meisten Schüler aus Sonderschulen und Schüler ohne Schulabschluss sind Jungen und sie sind der Politik egal. Christoph Böhr, ebenfalls CDU/CSU. Mit gutem Grund werden nur Männer für den Wehrdienst herangezogen. Frauen leisten ihren Dienst an der Gesellschaft. Geburten und Erziehungszeiten bedeuten für sie nach wie vor erhebliche Nachteile, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Eine gesellschaftliche Diskriminierung durch eine biologische Tatsache zu rechtfertigen, ist schon ein starkes Stück. Und was ist mit den Frauen, welche keine Kinder bekommen? Werden diese jetzt noch nachträglich eingezogen? Als besonders männerfeindlich erwies sich die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Besser du als irgendein Kerl. Mit diesem Slogan wollte die Partei den Frauenanteil erhöhen, der aktuell bei 35% liegt. Leider vergebens. Hätte eine andere Partei mit dem Slogan »Besser du als irgendein Weib« für die Erhöhung des Männeranteils geworden, wäre ihr ein Shitstorm erster Güte sicher gewesen. Ganz von an wären die Grünen. Die Grünen gehen sogar so weit, ihre Männerfeindlichkeit in ihrer Satzung zu verankern. Erstens. Wahllisten sind grundsätzlich alternierend mit Frauen und Männern zu besetzen, wobei den Frauen die ungeraden Plätze zur Verfügung stehen. Mindestparität. Frauen können auch auf den geraden Plätzen kandidieren. Reine Frauenlisten sind möglich. Sollte keine Frau für einen Frauen zustehenden Platz kandidieren bzw. gewählt werden, entscheidet die Wahlversammlung über das weitere Verfahren. Die Frauen der Wahlversammlung haben diesbezüglich ein Vetorecht entsprechend § 4 des Frauenstatuts. Zweitens. Redelisten werden getrennt geführt. Frauen und Männer reden abwechselnd. Ist die Redeliste der Frauen erschöpft, ist die Versammlung zu befragen, ob die Debatte fortgesetzt werden soll. Drittens. Die Mehrheit der Frauen einer Bundesversammlung, eines Länderrates und anderer Gremien hat ein Vetorecht mit aufschiebender Wirkung. Viertens. Bündnis 90 Die Grünen lädt jährlich zu einer Bundesfrauenkonferenz ein und stellt die dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Die BFK ist öffentlich für alle Frauen. Sie hat unter anderem die Aufgabe, den Dialog mit der Frauenöffentlichkeit herzustellen. Der Frauenrat tagt in der Regel frauenöffentlich. Das bedeutet für die Grünen, wenn gewählt wird: Nur Frauen sind okay, mehr Frauen wie Männer sind okay, genauso viele Frauen wie Männer ist okay. Mehr Männer wie Frauen geht gar nicht. Ist das noch mit dem Grundgesetz Artikel 3 vereinbar? Ich denke nicht. Auch die Grünen-Politiker, hier am Beispiel von Jürgen Trittin, üben sich in Männerfeindlichkeit. Mädchen sind besser in der Schule, Frauen haben die besseren Abschlüsse. Die Merkel-Koalition will, dass diese Frauen zu Hause bleiben. Sie wollen, dass das begabtere Geschlecht weiterhin ein Viertel weniger verdient als Männer. Das begabtere Geschlecht? Wieder so ein Spruch à la Frauen sind die Besseren und dann setzt man etwas nach Belieben ein. Und natürlich darf der Mythos der Gender Pay Gap nicht fehlen. Dabei ist schon lange widerlegt, dass Frauen im Beruf bewusst schlechter bezahlt werden als Männer. Auch was aktuelle Probleme betrifft, ist für die Grünen die Schuldfrage klar.
Die Krise ist männlich. Klimakrise, Finanz- und Wirtschaftskrise, Hunger- und Gerechtigkeitskrise. All dies sind direkte Folgen einer vor allem männlichen Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsweise, die unseren Planeten an den Rand des Ruins getrieben hat. Natürlich. Das feministische Weltbild lautet eben, Männer sind an allem schuld. Man kann es sich auch einfach machen. Und auch die grüne Jugend übt sich in Männerfeindlichkeit. So lautet das Aufnahmeformular der grünen Jugend in Bezug auf das Geschlecht, ja auch Gender genannt, weiblich und nicht weiblich. Als ob es keine männlichen Lebewesen geben würde. Und so kann man nur jeder nicht weiblichen Person raten, stellt bloß keinen Mitgliedsantrag, es sei denn, man ist masochistisch veranlagt. Am eindrucksvollsten ist jedoch das Zitat der Grünen: Benachteiligungen von Männern aufzeigen und beseitigen, dies ist nicht unser politischer Wille. Offener können die Grünen gar nicht sagen, dass ihnen das Schicksal von Männern völlig egal ist. Stark an das Frauenstatut der Grünen erinnert der § 10 Geschlechterdemokratie aus der Satzung der Partei Die Linke. Erstens, die politische Willensbildung der Frauen in der Partei ist aktiv zu fördern. Es ist Ziel der Partei, dass Frauen weder diskriminiert noch in ihrer politischen Arbeit behindert werden. Frauen haben das Recht, innerhalb der Partei eigene Strukturen aufzubauen und Frauenplänen einzuberufen. Zweitens, in allen Versammlungen und Gremien der Partei sprechen, unter der Voraussetzung entsprechender Wortmeldungen, Frauen und Männer abwechselnd. Redelisten werden getrennt geführt. Drittens, in allen Versammlungen und Gremien der Partei wird auf Antrag von mindestens einem Viertel der stimmberechtigten Frauen ein die Versammlung unterbrechendes Frauenplenum durchgeführt. Über einen in diesem Frauenplenum abgelehnten Beschluss oder Beschlussvorschlag kann erst nach erneuter Beratung der gesamten Versammlung bzw. des gesamten Gremiums abschließend entschieden werden. Viertens. Bei Wahlen von Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgremien und Delegierten sind grundsätzlich mindestens zur Hälfte Frauen zu wählen. Ist dies nicht möglich, bleiben die den Frauen vorbehaltenen Mandate unbesetzt. Eine Nachwahl ist jederzeit möglich. Kreis- und Ortsverbände, deren Frauenanteil bei weniger als einem Viertel liegt, können im Einzelfall Ausnahmen beschließen. Dabei darf die Quote als so beschlossene Ausnahme jedoch nicht unter den Frauenanteil des jeweiligen Kreis- oder Ortsverbandes zum Stichtag des 31. Dezember des letzten Jahres liegen. Fünftens. Bei der Aufstellung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern für Parlamente und kommunale Vertretungskörperschaften ist auf einen mindestens hälftigen Frauenanteil in der Fraktion bzw. in der Abgeordnetengruppe hinzuwirken. Bei Wahlvorschlaglisten sind einer der beiden ersten Listenplätze und im Folgenden die ungeraden Listenplätze Frauen vorbehalten, soweit Bewerberinnen zur Verfügung stehen. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit der Versammlung, einzelne Bewerberinnen abzulehnen. Reine Frauenlisten sind möglich. Die Geschlechterdemokratie bei der Partei Die Linke klingt in vielen Teilen wie das Frauenstatut der Grünen, ist aber nicht ganz so starr festgelegt. Aber auch hier gilt, dass es in Ordnung ist, wenn mehr Frauen wie Männer vertreten sind. Aber es ist nur im Notfall gestattet, mehr Männer wie Frauen zu wählen. Wer von wen abgeschrieben hat, da enthalte ich mich eines Kommentares. Als nächstes Cornelia Pieper von der FDP. Während die Frau sich ständig weiterentwickelt, heute alle Wesenszüge und Rollen in sich vereint, männliche und weibliche, und sich in allen Bereichen selbst verwirklichen kann, blieb der Mann auf seiner Entwicklungsstufe stehen. Als halbes Wesen. Er ist weiterhin nur männlich und verschließt sich den weiblichen Eigenschaften wie Toleranz, Sensibilität, Emotionalität. Das heißt, er ist streng genommen unfertig und wurde von der Evolution und dem weiblichen Geschlecht überholt. Wenn man als Mann eine derartige feministische Selbstbeweihräucherung sieht, da kann einem wirklich nur schlecht werden. Nur gut, dass diese Partei anscheinend im Orkus der Geschichte verschwindet. Mark Grumpy Olejak, Piratenpartei. Eine Verschiebung hin zu mehr Gleichstellung in der Gesellschaft von knapp 800.000 Euro, die wir hier veranschlagen, wäre vielleicht für die ganze Gesellschaft ganz gut, indem man schaut, inwieweit man Gelder in der Bildung freimachen kann, damit die kommende Generation von jungen Männern nicht zu Frauen misshandelnden, schlagenden, prügelnden Arschlöchern wird. Ich bitte um Verzeihung. Fast 50% der Opfer häuslicher Gewalt sind Männer. Trotzdem gibt es in Deutschland lediglich 3 privat finanzierte Männerhäuser und fast 400 mit Millionenbeträgen staatlich subventionierte Frauenhäuser. Die Piratenpartei trat mal mit dem Anspruch an, Postgender zu sein, um dann von den Feministinnen gekapert und versenkt zu werden. Alle Parteien des Deutschen Bundestages besitzen eine mehr oder weniger verbindliche Frauenquote. Diese Frauenquote liegt deutlich über den Frauenanteil der jeweiligen Partei. Anders ausgedrückt,
Die Männerfeindlichkeit ist innerhalb der Parteien bereits festgeschrieben. Und zum Abschluss dieser Dokumentation noch eine männerfeindliche Bemerkung aus dem Ausland. Hillary Clinton. Frauen sind Hauptopfer im Krieg. Frauen verlieren ihre Gatten, ihre Väter, ihre Söhne im Kampf. Ja, wir Männer regeln uns dann faul in unseren Gräbern, zerrissen von Granaten, zerschossen von MGs und mit von Gewehrkolben eingeschlagenen Schädeln, während Frauen darunter zu leiden haben. Und diese Frau will US-Präsidentin werden.